Vertrauen ist extrem wichtig, wenn es ums Thema künstliche Intelligenz geht, weil nur wenn wir der KI auch vertrauen, werden wir sie auch anwenden und sie nutzen. Marie Curie hat so schön zusammengefasst, sie hat gesagt, nur was wir zu verstehen gelernt haben, das fürchten wir nicht mehr. Und gerade hier hat einfach Bildung einen sehr wichtigen Auftrag, um die Angst vor KI zu nehmen, damit wir KI eben ganz sinnvoll in die Anwendung bringen können und die Vorteile davon nutzen können. Da gibt es verschiedene Kompetenzen, die man im Bereich KI braucht. Das ist eine ganz breite Range. Also es fängt eigentlich an mit so einer grundlegenden KI-Kompetenz, die eigentlich jeder braucht. Das heißt, da brauchen wir von Schule bis Universität bis darüber hinaus, auch für Senioren zum Beispiel, eine Bildung im Bereich KI. Wie gehe ich mit KI um? Wie kann ich das auch evaluieren? Also wie erkenne ich zum Beispiel auch Deepfakes? Wie erkenne ich vielleicht auch Fehler, die KI macht? Dann brauchen wir natürlich spezifisches Training für unsere Studenten, aber wir brauchen auch Training für unsere Professionals, das heißt die, die dann im Unternehmen dafür zuständig sind, KI auch in die Anwendung zu bringen. Die müssen ausgerüstet werden mit ganz spezifischen Tools und Ressourcen. Und da sind wir von Applied AI ganz aktiv dabei, eben diesen hochqualitativen Content auch für die Professionals bereitzustellen. KI kann sinnvoll in der Bildung eingesetzt werden, in ganz verschiedenen Bereichen. Also einmal natürlich diese Unterstützung, wie lerne ich? Also gerade mit Hilfe von KI kann ich mir zum Beispiel Texte ganz anders erschließen, einen ganz anderen Pool an Wissen und Informationen, den ich für mich auch sehr schnell verfügbar machen kann. Das heißt, da kann KI die Bildung schon mal unterstützen. Ich finde aber auch, dass gerade im Bereich Bildung wir Lernangebote schaffen müssen, die die Studierenden oder Schüler da abholt, wo sie sind. Also dass wir niederschwellige Angebote machen, dass wir teilweise auch ganz unten anfangen und quasi die Basics vermitteln, weil wir die einfach brauchen. Und das vielleicht auch spielerisch vermitteln. Also es gibt gerade viele, die einfach Angst haben vor dem Thema KI und nicht wissen, wie näher ich mich dem an, weil es einfach so ein riesen komplexes Thema erstmal ist. Da einfach niederschwellige Angebote zu machen, die spielerisch einfach Spaß machen und Lust auf mehr machen. Ich denke, die Hochschule der Zukunft wird durch KI schon deutlich verändert. Wir sehen es gerade auch an den Diskussionen im Bereich ChatGPT. Wie kann man das zum Beispiel für Klausuren einsetzen? Wie müssen die Lehrkräfte auch entsprechend andere Klausuren stellen oder anders bewerten? Ich denke, da wird sich einiges tun. Ich bin gespannt, wie die Hochschulen sich auch darauf einstellen, weil es ist gerade auch in dem Hochschulbereich natürlich auch nochmal ein langwieriger Prozess, teilweise so Curricula zu ändern und anzupassen. Aber ich denke, da müssen wir jetzt alle die nächsten Schritte ergreifen und uns da einfach anpassen, um bereit und fit zu sein für die Zukunft. Also das University Future Festival hat mir total gut gefallen, gerade auch die Präsenzbühne hier in Heilbronn, weil es eine Austauschplattform ist für ganz viele verschiedene Akteure in dem Bereich. Und ich bin AI Community Managerin bei Applied AI. Das heißt, ich kümmere mich ganz viel um Netzwerkpartnerschaften. Wie können wir auch in diesem Netzwerk Mehrwert generieren für jeden Teilnehmer. Und so ein Festival ist jetzt immer ein sehr gutes Format, wie wir zusammenfinden können, auch so ein informeller Austausch, um Transparenz zu schaffen, was passiert denn gerade, was sind die anderen Akteure am Anbieten, wo kann man auch kooperieren und Synergien schaffen. Von daher ist es ein super schönes Festival, einerseits auch fachlich mit diesen Panel-Discussions, mit den Vorträgen, andererseits auch die Netzwerkveranstaltungen danach, hat mir wirklich sehr gut gefallen.